Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute Defense Grid 2. So, wir upgraden ein paar Tower. Haben wir hier was? Nein. Haben wir hier was? Irgendwas Neues? Nein. Nur hier. Gut, dann werden wir starten. Willkommen zu Level 11. Wir werden den Aliens wieder nachstritten. Hübscher Level. Die Kolonisten haben die Invasion offensichtlich sehr ernst genommen. Ich frage mich, wie sie sich geschlagen haben. Ich finde nicht viele Überlebende. Ah, da können wir viel mit Tower machen, dass die nicht geradeaus durchwandern hier. Nein, das hier scheint so, ein gut zu verteidigender Ort zu sein. Achtung, Angriff! Ja, ich muss mal schauen, wo die herkommen. Wo kommen die das her? Hört sich unsinnig an. Wer bist du? Und da unten? Philips, örtlicher KI-Beschützer von dieser Kolonie. Von da unten, dann da rauf. Und hier, gut. Geht es dir gut? Naja, es stimmt schon. Werden wir die mal umleiten? Irgendwas hat meinen Code gestört. Ja, das passiert hier häufig. Wir können später drüber reden. Da, Aliens kommen hierher. Schön umleiten. Je weiter die umherwandern müssen, die Aliens, desto besser. Wir haben die einfachen Tower und danach machen wir dann die großen. So, wo müssen wir jetzt hin? Hier machen wir dicht. Wave 2 von 25 übrigens. So, dann lassen wir die hier noch einen schönen Umweg laufen. Da auch noch was. Dann werden wir hier dicht machen, beziehungsweise hier. Oh, sie kommen schon ein bisschen weiter. So, wir werden sie dann hier durchlotsen. So, Wave 3 müsste bald kommen. Da oben sperren wir natürlich auch ab. So, Wave 3 kommt gleich. Hier noch einen Tower, dass sie auf die andere Seite müssen. So, dann werden wir hier noch einen Tower hin. Hier noch. Je mehr Umwege die machen müssen, desto besser, Leute. Jetzt kommen sie schon ein bisschen weiter. Das ist Wave 3. So, dann hier noch. Gebt mir die Kohle, gebt mir das Moos, denn ohne Moos ist nichts los, wie in jedem Game. Ich sag's in jedem Game, es ist fast in jedem Game so, ohne Moos nichts los. Oh, die kommen schon ein bisschen weiter, aber es hält sich auch in Grenzen. Gut, dann gehen sie hier rauf. Lassen wir die da hinten rumlaufen. Nein. Geht's dir gut? Wurdest du auch beschädigt? Ja, warte mal, die können hier runter auch, sehe ich gerade, das ist blöd. Aber mir geht es gut. Das ist saublöd, Leute. Das ist beruhigend, das kann ich dir versichern. Das ist blöd. Seid ihr noch gleich hier? Das ist blöd, das müssen wir anders machen. Scheiße, Leute, das geht so nicht. Wir müssen hier dicht machen. Sonst gehen wir die hier rum. Das ist nicht gut. Mit irgendjemandem. Für eine gewisse Zeit. So, den müssen wir verkaufen. Dann kann ich hier einen Tower hin. So, komm, gib mir einen Tower hier. Oh, die kommen eh nicht zurück da. Die sollen da ruhig den Umweg gehen. Den können wir weg. Dann können wir hier noch einen Tower hin. Ah, das ist ein bisschen blöd.
Gib mal doch den da. Ihm, das ist doch besser. So, dann gehen sie hier rauf. Dann werden wir hier in den Tower hin. Dann muss er hier rumlaufen. Gut. Und jetzt sind wir hier dran. So, schöner Umweg. Die kommen nicht weit hier. Es ist Wave 6 inzwischen. So, die Kerne lassen wir durch hier. Danach werde ich hier dicht machen. Je weiter der Umweg, desto besser. Hier werden wir die wieder runterlocken. Hier können wir viel machen, wo sie im Kreis rennen. Es könnte extrem wichtig für unseren Sieg sein. So, die können wir hier herumschieben, wie wir wollen. Himbeeren, Himbeerlollis, spezifische Strahlungsfrequenzen. Glaub mir, ich weiß, wie sich das anhört. Hier noch einen. Wenn du weißt, wie sich das anhört. Ich geb's zu. Wave 6 haben wir immer noch. Etwas über, naja, zum Beispiel, so, und dann noch hier einen. Würdest, wenn ich diese Dinge erwähne. Ich befürchte, dazu gibt es nichts zu sagen. So, und jetzt können wir ausbauen und variieren. Hier würde ich sagen, machen wir den massigen Damage. So in dem Bereich hier. Beziehungsweise hier am Anfang natürlich. Können wir vielleicht hier einen Slower. Aber jetzt lasse ich die mal durch hier. Oder hier einen Slower. Den weg. Mach mal hier einen Boost. Hier machen wir diesen Slower, wie ich gesagt habe. Da kommt eine Erschütterungstower drauf. Da kommt ein Temporaltower. Der muss geupdatet werden, damit er noch mehr slowt. So, hier können wir die gleiche Scheiße machen. Es ist doch deutlich, dass der Schumann-Resonanzeffekt so überhaupt nicht funktioniert. So, den verkaufen wir. Es sei denn, du hast die übertragungsstabilisierende Technologie, die man benötigt, um die Resonanz auf große Entfernung stabil zu halten. So, hier werden wir die Schilde runternehmen. Das weiß doch jeder. Da kommt ein Boost noch hin. Ja. Nein, nichts. Tesla Tower, die was die Schilde kaputt machen, werden wir auch noch kaufen. Hier auch eine Erschütterungstower. Ja, recht weit kommen die nicht. Also bisher läuft es ganz gut, Leute. Wave 8. Wir nehmen hier die Überladung. Hier machen wir einen Tesla Tower. Hier nehmen wir noch einen Erschütterungstower. Nee, Tesla habe ich ja gesagt. Sorry, Leute. Jetzt komme ich schon durcheinander hier. So, den Tesla Tower werden wir überladen. Und das da sollten wir ein bisschen vergrößern. Beziehungsweise wir könnten das lassen und hier so einen noch hin, so einen Slower. Oder? Die drei haben wir zwar durchgelassen, aber die gehen eh hier drauf. Das ist nicht das Problem. Und hier auch noch einen Tesla Tower. So. Es geht doch ganz gut, Leute. Da wollen welche zurück mit unseren Dingern. Das ist gar nicht gut. Hier nur ein Tesla Tower drauf. Aber die werden nicht recht weit kommen, denke ich. Das sollte hinhauen. So, da werden wir auch einen Unterbrecher brauche ich nicht. Machen wir vielleicht wegen Punkte was, dass wir mehr Kohle kriegen. So, wir haben Kohle. Das heißt, wir werden den hier ausbauen. Den hier ebenso. Den hier ebenso. Und den hier ebenso. Ist zwar jetzt ungünstig, aber okay. Dann steht das Ganze. Das haben wir schon ausgebaut.
So, der wird uns mit 3 hier durch. Das. Oh, warte mal. So, Notbremse, weil der wollte 3 klauen. Das geht gar nicht. 2 sind uns eh schon abgehauen. Das ist nicht so gut. Das sollte eigentlich die Schilde da runter. Dieses Specials, was wir haben, irgendwie geht das nicht. Das ist komisch. So, hier bauen wir auch noch einen Erschütterungstower. Hier einen Slower. Also den Temporaltower. Recht weit kommen die nicht, das ist okay. Den sollte man langsam mal kriegen. So, den da bitte. So, den werden wir ausbauen, den Tesla Tower. 3 Kerne haben wir verloren. Es geht. Der braucht dringend eins aufs Maul hier. Ja, aber der wird die Kerne hier fallen lassen und die werden es klauen. Ne? Das ist blöd, Leute. Das ist saublöd. Wir werden den hier ausbauen. Den hier bauen wir auch raus, wegen einem Slow. Ja, die flitzen da durch. Das ist überhaupt nicht gut. Ah, das brauche ich eigentlich nicht ausbauen, den. Aber den könnte man ausbauen. Der Slow weitergeht. So, Wave 12. Ist ein bisschen ungut gerade. Aber es sollte gehen. Hier vorne will ich stark ausbauen. Und dann erst da hinten. So, der muss langsam drauf gehen hier. Jawohl. Die Kerne gehen wieder retour, das haut hin. Ah, die Kleinen hier kommen nicht recht weit. Da können sie sich abmühen, was sie wollen. Und die sollten das eigentlich verlieren hier, das Schild, jawohl, jetzt. So, wir müssen ein paar Tower langsam ausbauen. Naja, das ist blöd hier. Die gehen mir alle durch. Die Kleinen, diese Schnellen, die sind so ungut. Naja, die kriegst du nicht schnell genug. Naja, jetzt werden einige Kerne draufgehen. So, wir können den hier ausbauen. Und gut, hier nicht mehr. Dann bauen wir die mal aus, die normalen Geschütze, dass hier ein bisschen der Damage ist, Leute. Der muss weg hier. Schneller. Jawohl. So, ausbauen. Den auch gleich ausbauen. Zack. Wir müssen hier stärkere Tower haben. Ja, einige Kerne sind schon weg. Ein Haufen. Aber es geht so, es geht so. Wir kommen klar. Langsam wird es richtig hier. Wir bauen die ganzen Tower hier schön aus. Das sind Healer, glaube ich, aber die kriegen so ziemlich aufs Maul hier. Wave 15 haben wir. So, da können wir jetzt ordentlich ausbauen hier. Wir machen jetzt hier richtig lauter Rote, dass die richtig reinpfeffern. Na, der ist ungut hier. Den müssen wir platt machen. So, den upgraden wir. Den hier ebenso gleich.
Der muss weg, der hat gleich drei. Wir haben den Laser, den werden wir verwenden. Und zwar bei denen hier, wenn die drei da zusammenstehen, dann wird es ordentlich krachen. Ich glaube, das ist das Beste hier dann. Jawohl, das war jetzt fällig. Das hat Punkte gegeben, Leute. Das hat Punkte gegeben. Der wird nur abgegradet hier. Die werden wir alle hier upgraden. So. Schön ausbauen, unsere ganzen Tower. Den hier ebenso. Den Erschütterungstower hier auf jeden Fall. Den hier auch. So, schön upgraden alles. Dieser Kern ist wieder sicher. Den upgraden wir auch. Den Erschütterungstower. Jetzt haben wir Kohle wie Sau. Gut funktioniert. Gibt es hier nur einen Sockel, der nicht upgegradet ist? Ne, hier nicht. Der ist nicht upgegradet hier. Was machen wir jetzt? Überladung, Überlastung. So, die upgraden wir alle hier. Die ordentlich Damage machen. Den hier auch noch. So, alle geupgradet. Den dann noch. Da gibt es ziemlich auf dem Latz hier. Der Healer hier muss weg. Der hielt mir die alle. Das ist nicht gut. Der Healer muss weg. Definitiv muss der weg. Das ist käsig sonst. So, den können wir nur upgraden. So, jetzt geht's eigentlich ganz gut, Leute. Ja, die Healer halten schon aus, aber kriegen trotzdem auf den Latz hier. Hier werden wir einen Meteor hin, einen Raketenwerfer. Der macht schön Flächendamage. Den überladen wir natürlich. Und gleich upgraden. So, was ist das hier für einer? Ein Seeker. Oh, auch ein unguter Gegner, aber es geht. So, ich glaube, wir stehen gut da. Den werden wir nochmal upgraden dann, wenn es soweit ist. Die Kleinen kommen auch nicht mehr weit, das passt. Nur diese Schilder müssen definitiv weg, das geht überhaupt nicht klar. So, die werden schön geslowt. Das läuft, Leute, das läuft. Der ist eh auf Max, gell? Jawohl. Der ist auch so gut wie tot. Der Turtle, der kriegt ziemlich aufs Maul hier. Die werden wir noch mehr slowen. Den bauen wir auch noch aus, den Slower. Ja, ich würde sagen, es läuft. Recht weit kommen die hier nicht mehr. Die werden wir hier nur ein bisschen ausbauen. Und dann passt es, ne? Den hier nur ausbauen, recht weit kommen die hier nicht. Da mache ich mir keine Sorgen, Leute. Was ist das für einer hier? Seeker. Hier können wir eigentlich auch noch so einen Erschütterungstower hin. Ah, jetzt haben wir den roten schon hier, das wäre jetzt Geldverschwendung. Aber hier könnte man nur einen hin. Weil die machen nämlich schön Damage.
Und selbstverständlich überladen. So, gib mir nur 10. Jawohl. Ein Kern ist irgendwo unterwegs. So, was ist mit dir? Der ist gleich tot. Irgendwo muss ein Kern sein. Und ich weiß nicht wo. Da ist er, da war er. So. Der ist auch gleich tot, der ist kein Problem. Ich würde sagen, es haut gut hin. Welle 23, allzu weit werden die nicht mehr kommen hier. Den können wir auch ausbauen nur. Der Slow ist schon göttlich in Verbindung mit einem Erschütterungstower. Also die kriegen einfach in die Fresse hier, auf Deutsch gesagt. Den bauen wir auch noch aus. Hier bauen wir noch einen Meteor auch. Der ist E-Max, genau. Beziehungsweise... Nehmen wir hier einen Raketentower, mal was anderes. Überlasten wir natürlich. Eine schöne, wunderbare Range. Wenn wir dann auch ausbauen noch, sobald wir Kohle wieder haben. Ah, diese Healer, die sind ekelig. Diese Healer sind echt ekelhaft. Schau, wie die healen, Leute. Das ist scheiße wie Sau. Ah. Da kann man nur mal Slower helfen. Was ist das da? Juggernauts, okay. Gut, es gibt immer noch Plan B. Das ist unser Laser. Aber ich glaube, das haut hin hier. Braucht man nicht mal unbedingt. Also die kriegen so derbe in die Fresse hier. Ich würde sagen, wir machen hier den Laser. Mit den Juggernauts kommen wir klar. So, hat sich erledigt. Da kriegen wir 4-8 Punkte. Jawohl, so sieht's aus. Können wir das upgraden hier ordentlich. Und nochmal upgraden. Und hier machen wir... das ist übrigens die letzte Welle. Hier machen wir auch noch was. Und zwar... Hoppala, das wollte ich gar nicht. Was haben wir jetzt hier gemacht? Den verkauft, glaube ich. Hier wollte ich einen Meteor wieder machen. Aber gleich sind die weg, die haben keine lange Überlebenschance mehr. Und fertig, wir haben es geschafft. Ich muss gestehen, Commander, dass ich frustriert bin. Wir haben weitere Aliens erledigt und noch mehr Kerne gerettet, aber noch keine Antwort gefunden. Phillips hat was von der Schumann-Resonanz gewusst. Richtig. Zakara, Phillips erwähnte etwas von einer Technologie für fokussierte Übertragungen, die man benötigt. Hast du schon mal davon gehört, dass... Nein, nichts. Bist du absolut sicher? Das Einzige, bei dem ich mir sicher bin, ist, Aliens zu töten. Das ist schon alles. Verstehe. Zakara, warum scheinen alle KIs beschädigt zu sein? Und dir scheint es gut zu gehen. Nicht nur mir. Fletcher geht es auch gut. Ich schätze, es liegt daran, dass wir beide lange nicht auf dem Planeten waren. An eine konkrete Sache kann ich mich erinnern, und zwar, wie ich den Orbitallaser so anpassen kann, dass er ein bestimmtes Ziel markiert und alle Türme sich auf dieses konzentrieren. Das ist nützlich. Danke. Darf ich vorschlagen, dass wir uns auf den Weg machen? Je schneller wir das finden, was wir suchen, desto besser. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy Let's Play. Tschüss!